nicht stecken. Ich wollte gerade sagen, nicht stecken bleiben. Boah, nein. Das schaue ich beim besten Willen nicht, hochzufahren. Oh, was ist da? Scheiße. Abgestürzt. Leute, ich bin so im Arsch. Boah. Nein! Scheiße. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Endlich ist es soweit. Das Auftaktrennen der E-Bike World Tour 2022 startet in den österreichischen Alpen im Rahmen des E-Bike Festivals in Flachau. Ich fahre hier mein erstes E-Mountainbike-Rennen, denn diese Saison sind die E-Bike World Tour-Rennen erstmals auch für erfahrene Amateure offen. Wie ihr wisst, fahre ich nicht ganz so oft mit dem E-Bike, aber ich habe in den letzten Wochen fleißig mit meinem Levo geübt, um einigermaßen mit dem Profi- und Worldcup-Athleten mitzuhalten. Ob sich das gelohnt hat und wie ich abschneide, werden wir bald erfahren. Leute, ganz ehrlich, ich mache mir nicht viel Hoffnung, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und ich denke, wir werden hier einiges zu sehen bekommen in Flachau, denn die Gesamtstrecke aus 2 Tagen ist ungefähr 150 Kilometer lang, geht 5000 Höhenmeter bergauf und 6000 Höhenmeter bergab. Also gibt es jede Menge Trails zu fahren. Allerdings denke ich, werden das extra für das Rennen abgesteckte Trails sein. Das heißt, es wird jetzt kein Trail-Check sein, so dass ihr das genauso nachfahren könnt, weil das sind teilweise private Wege. Wir hatten heute schon den Bike-Check gehabt, also das Bike wurde komplett überprüft, dass es auch nicht getuned ist und so und natürlich auch die Ausrüstung. Wie ihr wisst, bin ich sehr sicherheitsbewusst, deswegen habe ich ein bisschen mehr dabei. Ich habe hier meinen neuen Helm, den Specialized Gambit. Das sieht aus wie ein Fullface-Helm, ist es auch, aber das ist so ein leichter Enduro-Fullface-Helm, der wiegt nur 630 Gramm. Selbstverständlich Knieschoner, da habe ich meine Liat-Knieschoner und natürlich auch Ellenbogenschoner. Wenn ich stürze, falle ich immer auf die Ellenbogen, deswegen ist das ganz wichtig. Handschuhe ist Standard. Dann ziehe ich morgen ein Kurzarmtrikot an, meine Jacke, die ist jetzt im Rucksack drin und eine regendichte Shorts. Und meine Ride Concept E-Light-Schuhe. Ein Blick in meinen Rucksack, das ist meine Regenjacke. Und hier habe ich meine Trinkblase voll gemacht. Normalerweise passen da 2 Liter rein. Ich habe da jetzt nur 1 Liter reingemacht, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Dann natürlich mein ganzes Werkzeug, Flickzeug, Pumpe, CO2-Kartusche, alles Mögliche. Und mein Erste-Hilfe-Pack. Ansonsten habe ich da nur meine GoPro-Akkus und noch eine Banane und 2 Riegel. Heute ist der Donnerstag, heute bin ich angereist, heute war der Bike-Check und das Briefing und morgen früh am Freitag geht es los mit dem ersten Rennen, das besteht aus 2 Etappen. Einmal gibt es eine Morgen-Etappe, bestehend aus 4 Stages, 2 meine ich davon werden gewertet und dann geht es weiter mit der 2. Etappe, was wieder aus verschiedenen Stages besteht und dann ist auch schon das erste Rennen, also ein Teilrennen, ist dann schon gelaufen. Das heißt, in dem Video, am Ende des Videos, werdet ihr auch schon erfahren, wie ich abgeschnitten habe. Ich hoffe, dass ich wenigstens nicht ganz letzter bin. Und übermorgen, am Samstag, ist dann das 2. Rennen, beziehungsweise das kommt daraus, aus dem 2. Rennen werden auch die Punkte vom vorigen Tag mit zusammengenommen und dann ist der endgültige Gewinner oder die Platzierung steht dann fest. Dafür gibt es für euch auch nochmal ein separates anderes Video. In dem heutigen Video zeige ich euch den Freitag komplett. Das Wetter ist nicht ganz so gut gemeldet, es wird regnen. Ich hoffe, dass ich die Kamera immer schön sauber halten kann für euch und ja, wünsche euch einfach viel Spaß beim Dabeisein und würde sagen, los geht's. Auf meinem Fahrradcomputer habe ich den Track vom Morgen draufgeladen. Den starte ich jetzt. Starten wir hier? Ich denke schon, ich mache es einfach mal hier schon mal an. Hier geht es nicht wirklich steil bergauf, deswegen habe ich jetzt den Motor mal ausgemacht und ein bisschen im Wiegetritt die Muskeln schon mal ein bisschen aufwärmen. Also ich bin da kein Profi für, dass ich euch hier richtig gute Racing-Tipps geben kann, aber
weil es halt immer so die erste Abfahrt irgendwo, da brennen die Oberschenkel und dann erst ist man warm, deswegen. Da geht es dann gleich los, seht ihr einen Forstweg, da haben wir auch schön Platz nebeneinander zu fahren, geht direkt berghoch. Ich glaube 500 Meter auf dem Forstweg und dann sollte es auf den Trail gehen. Hier, das ist mein Transponder. Wenn irgendwas ist, dann kann ich hier auf den Knopf drücken. Dann wird ein Alarm ausgelöst, bei denen dann könnt ihr mich finden. Jetzt geht es endlich an den Start. Die ersten, die ganz vorne stehen, die wurden auch rausgerufen. Die müssen vorne stehen. Das sind unter anderem halt der Gewinner vom letzten Jahr mit dabei. Nicht aus Flachau, sondern halt von der E-Bike World Tour. Und ich reihe mich hinten an dem besten Platz bei den Mädels mit ein. Yes! Und genau, das ist die erste Stage, um die 11 Kilometer, wird gewertet. Das war übel. Scheiße. Ah, shit. Ach, Mist. So, ich denke, jetzt bin ich oben angekommen. Jetzt schaut es so aus, als würde es noch runtergehen. Was war das Fieses? Nicht stecken. Ich wollte gerade sagen, nicht stecken bleiben. Uiuiui, boah, nicht runterfallen. Boah. Ach. Boah, das ist eine krasse Section hier mit den schräg stehenden Wurzeln. Ich bin jetzt die erste Stage gefahren, 11 Kilometer, hier steht 12,5, weil die neutralisierte Stage am Anfang bis zum Start mitgezählt wurde. Lief insgesamt gut, meine Unterarme tun aber gerade richtig weh und ja, das war blöd wegen der Matschegrube da. Da habe ich so viel Zeit verloren, bin stecken geblieben, bis ich rausgekommen bin und dann waren die ersten richtigen Uphills, die ich nicht komplett habe
geschafft zu fahren, muss ich schieben und das geht richtig auf die Zeit. Und ja, ich bin irgendwo bei den Letzten jetzt gerade und jetzt wird aber noch meine Zeit genommen, bevor ich starte, bevor ich weiter starten darf. 9:27. You start at the stage shoe at 10:27. Ah, 10, okay, okay, in einer Stunde. Kleiner Fail. Ich bin jetzt hier knapp 3 Minuten zu spät angekommen und krieg jetzt einen Strafpunkt. Ich hätte 10:27 hier sein sollen. Scheiße, das wusste ich nicht. Ich hab mal Zeit gelassen. Bitte? Sind alle zu spät. Alle? Ja, nur ein Problem. Okay, so, für mich geht's weiter. Das ist jetzt die zweite Stage für heute Morgen. Wieder ein bisschen bergauf. Und ich glaube, ich bin gerade zu spät gestartet. Aber ich hoffe, die Zeit wird erst dann gestoppt, wenn ich durch das Gate fahre. Wenn nicht, habe ich jetzt gerade 3 Minuten verschenkt. Boah, nein. Das schaue ich beim besten Willen nicht. Hochzufahren. An der Stelle hier, wo ich reinstarte. Oh. Boah. Fuck. Krass, wer hier hochkommt. Boah. Lass mich vorbei. Der Turner. Hoffentlich tritt er mich nicht. Ich hab voll Angst vor Kühen, Leute. Ich hab da mal so ein Erlebnis gehabt. Hat mich eine Kuh angegriffen. Mit Laserschwert. Seitdem habe ich Angst. So, das war jetzt die zweite gewertete Stage. Die bin ich gut durchgekommen. Bis am Anfang musste ich halt ein paar Stellen schieben, aber die waren echt ultra schwer. Das waren hier so hohe Stufen, also so 2 Meter hoch. Und, aber sonst bin ich recht gut durchgekommen. Genau, jetzt geht's weiter nochmal auf einer neutralen Stage. Und dann dürfen wir die Akkus tauschen, eine kleine Pause machen und dann geht's auf die Nachmittagsrunde. Ich weiß nicht, wie viele gewertete Stages da waren, aber die waren alle ein bisschen kürzer. Hier können wir jetzt eine kleine Pause machen und da haben wir unsere Boxen, wo wir verschiedenes Zeug reinpacken konnten. Ich habe hier meinen zweiten Akku drin und ein paar Klamotten und auch eine Banane, aber da vorne werden wir auch versorgt. Und mein Akku war jetzt auf, ich glaube, 30%, wo ich das letzte Mal drauf geschaut habe. Den werde ich jetzt tauschen für die Nachmittags-Stages. Und ja, bis jetzt hat es mega viel Spaß gemacht. Wichtig, nichts passiert, nicht gestürzt, keiner. Also ist bis jetzt jeder gut angekommen. Ein paar sind aber noch unterwegs. Und ja, auf jeden Fall ein richtig gutes Event. Gut organisiert, alles ordentlich ausgesteckt. War jetzt keine Situation, wo ich nicht wusste, wo ich lang sollte. Allerdings hat mir das Navi aber auch dabei gut geholfen. Und genau, ich mache jetzt eine kleine Pause und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt oben an der nächsten Stage. Das ist jetzt die dritte. Ihr seht, da vorne stehen schon die anderen Starter und es fehlen ein paar. Also ein paar waren hinter uns. Die habe ich jetzt aber auch nicht bei der Mittagspause gesehen. Ich hoffe, dass sich da keiner was getan hat. Und genau, dann geht's gleich weiter. Ich bin motiviert, aber schon ein bisschen fertig, muss ich sagen. Aber nicht meine Beine, sondern eher so die Puste und die Unterarme. Los geht's. Then go.
Rechts. Rechts, ja. Oh, was ist da? Eine Speiche im Arsch. Schnell drumherum wickeln. Na komm. So. Dass es nicht so raussteht. Dann geht's weiter. So, da jetzt geht's hier den Berg rauf. Puh. Oh, nur bleib im Arsch. Okay. Ach, das wäre da unten lang gegangen. Was habe ich hier gemacht? So, hier nichts abreißen. Schaltwerk nicht liegen lassen. Boah. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gelände, aber bei einem Rennen das zügig zu fahren des Todes. Boah. Aua. Oh. Scheiße. Boah, Leute, ich habe noch niemals so ein anstrengendes gemacht. Hier waren jetzt Sektionen, da waren solche fetten Brocken. Ich meine, Alter, da kann man auf keinen Fall Fahrrad fahren. Jetzt hier, seht ihr, geht's. Boah, ich kann mir nicht mal klar denken. Puh. Bin jetzt ein paar Mal nach links beim Schieben sogar abgestürzt. Leute, ich bin so im Arsch. Ich bin so im Arsch. Alter, dieser Abschnitt hier, der war komplett flach, ging ein bisschen hoch, so wie hier, und aber komplett verblockt. Also nicht so wie hier, sondern schlimmer als hier, so dicke Steine auf dem Weg. Da musst du schieben, und das Schieben im E-Bike, das ist so viel anstrengender als fahren. Und wenn du versuchst, 2 Meter zu fahren, und dann kommt wieder die nächste Stelle, wo du stecken bleibst. So. Hier, dann kommt hier sowas. Okay, jetzt hätte ich hier links fahren sollen. Aber hier so Dinger sind die ganze Zeit, wo du einfach nicht durchfahren kannst. Du musst schieben. So, hier sowas geht ja. Aber wenn es dann so ultra verblockt ist, ja, so wie hier sowas. Alter. Oh. Boah, jetzt mit dem Fuß runtergehauen. Boah. Boah.
Oh oh, da hört sich was nicht gesund an. Oh, fuck. Dadurch. Oh. Ja. So, hier hatte ich jetzt noch 5 Minuten Zeit runterzukommen und in jetzt ungefähr 20 Sekunden muss ich starten. So, weiter geht's. Ich hoffe nur noch bergab. Also bergauf, Leute, habe ich übelst abgelost. Ich weiß nicht, wie die anderen Fahrer da drüber gekommen sind, aber das war absoluter Mega-Fail. Yo, ein Anlieger, noch einer. Also das ist definitiv Mountainbike Trail. Wow, Schaltung abgerissen, fuck! Nein! Scheiße. Oh Mann. Allez, go! Ja, okay. Go, 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 courage, courage! Boah! Und das. Was ein Berg hochfahren! Das war's. Das war's. Checkt mal rein, wie steil das hier ist. Alter. Ernsthaft. Ich kann aber. Ich bleib hier einfach mit den Pedalen an der Wand stecken. Ah. Hallo? So, hier bin ich wieder auf einem schönen Abschnitt im Wald. Steil, aber schön Nadelwald. Ich bin jetzt schon ziemlich weit unten. Aber ich bin mega durch, Leute. Mega durch. Ich hänge gerade nur noch so auf dem Bike als Passagier. Ich kann nicht schalten bei solchen Passagen. Oh. Links, blau, rot, schwarz.
rechts rum. Und fertig. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Das war die letzte Stage. Ich habe die komplett durchgehalten. Allerdings berghoch musste ich so oft schieben. Ich weiß nicht, was das in meiner Zeit gemacht hat. Ob die anderen dann auch viel geschoben haben. Also ein paar Passagen habt ihr gesehen. Da ging es halt so weit, also es ist unmöglich, da hochzufahren. Selbst mit dem Motorrad wäre das nicht möglich. Jetzt gibt es nur noch einen Transfer von 1,5 Kilometer runter. Und dann bin ich für heute fertig. So, ich habe jetzt an meinem Bike die Speichen hier nachgezogen. Die waren alle komplett lose. Dadurch, dass hier diese eine rausgebrochen ist, und die werde ich jetzt auch hier rausholen, weil das ist eine Straight Pull Narbe und da kann ich es einfach rausdrücken. Bei anderen Narben müsste man die Bremsscheibe oder das oder die Kassette halt abnehmen, aber hier sollte ich das durchbekommen. Da ist sie. Vorausgesetzt diese Biegung hier, die ich reingemacht habe, dass die da gleich noch durchgeht. Ja, liebe Zuschauer, das war's für den heutigen Tag. Die Zeiten stehen fest in die Platzierung. Von 13 Startern bei den Männern, also doch weniger als vorher auf dem Plan gestanden haben, sind 10 ins Ziel gekommen und der letzte von den 10 war ich. Also 3 andere sind ausgeschieden auf den Trails, auf der ersten oder auf der zweiten Stage. Und wie ihr gesehen habt, bin ich ja gut durchgekommen, allerdings, also gut durchgekommen. Trails runter gingen halt wirklich sehr, sehr gut, aber berghoch mega Fail, aber man muss halt wirklich dran denken, das sind World Cup Athleten mit dabei und da kann ich einfach nicht mithalten, erst recht nicht mit dem E-Bike. Also meine E-Bike Skills berghoch sind nicht so gut, habe ich hier auf den Trails gemerkt. Also ich habe ja daheim ja geübt, so Spitzkehren und sowas hoch, aber hier war keine einzige Spitzkehre, sondern es ging halt einfach nur über Steine und rutschige Passagen berghoch und da habe ich nicht die Skills für. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, sich so zu verausgaben und ich bin froh, dass ich heile wieder zurück bin. Also ich bin nicht gestürzt, bin zwar ein paar Mal runter vom Bike, sage ich mal, aber habe mir dabei nichts getan. Weiß nicht, ob ich davon was euch ins Video reingenommen habe, weiß nicht, ob ich die Kamera da angehabt habe. Und ja, morgen geht es weiter mit dem zweiten Tag. Da wird es vielleicht nicht ganz so anstrengend, weil die erste Runde sind nur 30 Kilometer, allerdings um die 2000 oder 2500 Höhenmeter. Und die zweite Runde ist dann halt eine Abendrunde ab 19 Uhr, ist dann so ein 3-Runden-Loop. Genau, das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle weiteren Infos zu der E-Bike World Tour. Es kommen noch 2 Rennen dieses Jahr, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.